Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt. Das Video will ich mal wieder verwenden, um eine meiner neuen Handykameras auszuprobieren. Im Moment benutze ich das Sony Xperia Z. Das habe ich mir jetzt mal zugelegt, um eventuell jetzt auch mal mit dem Handy ein bisschen arbeiten zu können. Denn bis jetzt haben alle Handys, die ich verwendet habe zum Filmen, mich irgendwo in irgendeiner Disziplin enttäuscht. Entweder beim Bild, bei der Videoqualität oder beim Bildstabilisator oder beim Ton. Als letztes hatte ich das HTC On X. Und das hatte zwar ein relativ passables Bild, aber irgendwas hat mit dem Ton nicht gestimmt. Wenn man damit Videos aufgenommen hat, sind die sehr stark asynchron geworden. Außerdem hat mir das zu stark überzeichnet. Was ich jetzt so ein bisschen mit der Kamera mal ausprobiert habe, das war eigentlich ziemlich brauchbar. Deswegen teste ich es jetzt mal hier draußen. Es ist ziemlich windig. Ich nehme aber an, dass das Handy einen ziemlich guten Ton liefert. Und das Bild müsste auch um Längen besser sein als bei dem HTC On X. Gut, nichtsdestotrotz schauen wir erstmal, wer das VGA-Kabel bekommt. Ich habe zwei Videoantworten bekommen, und zwar einmal vom Max Reifi-Kanal und von Untertakter 1233. Und ich habe mir jetzt mal was Folgendes überlegt: Beide brauchen sie das VGA-Kabel. Bei der Untertakter 1233, er hat gesagt, er braucht das VGA-Kabel für einen Monitor. Also nehme ich mal an, dass der Monitor ziemlich nah bei dem Rechner steht. Da habe ich noch ein zweites VGA-Kabel hier rumfliegen. Machen wir einfach Folgendes. Max, Hi-Fi-Kanal, du bekommst das lange VGA-Kabel. Und zwar das, was knapp 5 Meter lang war. Und zur Untertakter 1233, wenn du willst. Ich habe hier noch ein normales Standard-VGA-Kabel. Ich weiß nicht, irgendwas 50 cm und 1 Meter lang rumliegen. Wenn du das haben willst, kannst du das bekommen. Teilt mir bitte eure beiden Adressen mit. Und das innerhalb von 7 Tagen. Sonst verfällt euer Anspruch. Okay. Und um zu der Sache von heute zu kommen. Das Moment, muss ich mal auspacken. Es ist ein Weitwinkelobjektiv mit einer Gewindeaufnahme von 37 mm. Das heißt, ich habe es immer mit Sony-Camcordern verwendet, die HDR-Baureihe, außer jetzt die ganz neuen, da passt nicht mehr drauf. Die haben einen 37 mm Anschluss. Es verkürzt eure Brennweite um den Faktor 0,5. Also habt ihr dadurch einen ziemlich großen Weitwinkel. Ich demonstriere das jetzt einfach mal, indem ich das hier vor die Kamera halte. Und so wird schon gleich klar, was man damit macht. Man macht halt seinen Bildausschnitt größer. Also wer sowas braucht und wer so einen Gewindeanschluss von 37 mm hat, man kann auch mit einem Adapterring das woanders draufschrauben, teilt mir es in den Kommentaren mit, schreibt mir halt einen Kommentar, macht mir eine Videoantwort, scheißegal. Bedingungen habe ich im Großen und Ganzen keine, aber ein paar kleine Regeln, die habe ich unten in die Videobeschreibung reingepostet oder reingeschrieben. Da könnt ihr mal drüber schauen. So, tja, das war es heute erstmal von meiner Seite. Also viel Spaß, viel Glück. Den Einsendeschluss sende ich euch hier oben oder schreibe ich euch hier oben in die Ecke und sage damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.